Willkommen zu Pega Place. Und in dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ein Green Hell den Ayahuasca-Tank machen kann. Dazu müsst ihr erst einmal dieses Dorf hier finden, welches sich auf der Position 46 West und 26 Süd befindet. Hier nochmal auf der Karte eingezeichnet. Für diejenigen unter euch, die nicht wissen, wie sie mit den Kompassen der Karte umgehen, ihr könnt euch gerne mein Video Karte und Kompass dazu ansehen. Und jetzt müssen wir die Ritualstelle finden. Diese befindet sich hier hinten. Ihr müsst natürlich noch ein kleines Feuer darunter platzieren und entfachen. Ich habe das jetzt schon mal gemacht und dazu brauchen wir dann noch Zutaten, nämlich einmal diese Liane hier und diese Pflanze. Nein, ich werde die Namen nicht aussprechen, das reicht schon, dass ich Ayahuasca aussprechen konnte. So, die Liane findet ihr meistens links von dieser Ritualstelle und zwar nicht an diesen Bäumen. Die sind ja groß und ganz ansehnlich, aber ihr müsst nach dem richtig großen Ausschau halten. Gott, hat sich das falsch angehört. Wir reden noch immer über Bäume, ja. So, wichtig ist, die hier wachsen relativ gerade hoch. Wir brauchen die, bei denen der Stamm etwas erweitert ist. Meistens sind die ja auch in der Nähe. Da vorne haben wir nämlich schon einen, direkt vor Augen. So, an diesen Bäumen wächst nämlich die benötigte Liane. Das sind nicht diese Seile, sondern diese hier, diese bräunlichen Lianen. Davon sammeln wir eine ein. Jetzt haben wir schon mal eine der zwei Zutaten. Gehen zur Feuerstelle zurück, öffnen das Tagebuch und sehen uns mal diese Pflanze hier an. Das sind rote Beeren, also ihr müsst nach einer relativ kleinen Pflanze Ausschau halten mit roten Beeren. Das ist nämlich die Psychotria, ich hoffe das war richtig. Die wächst mal grob gesagt auf diese Höhe und hat rote Beeren. Kleiner Tipp, die ist überall, meistens nicht da wo ihr sucht. Aber Tatsache ist, dass sie in der Regel wirklich in der Nähe der Ritualstelle zu finden ist. Die Frage ist halt immer nur, wo. Mein Glück habe ich meistens da drüben versucht, sprich rechts von dem Dorf weg. Aber mit der Zeit habe ich gelernt, einfach in nächster Nähe umsehen, denn irgendwo wird die dann schon sein. Falls ihr Pech habt und ihr findet sie wirklich nicht, einfach das Spiel speichern, neu laden und aufs Neue versuchen. Aber meistens, wie gesagt, da haben wir sie sogar schon. Das nenne ich mal Vorführeffekt. Feuerstelle, Pflanze. Die müsst ihr dann zerhacken. Und daraus habt ihr jetzt die Psychotria gesammelt. Das geht automatisch. Da rechts wurde sie angezeigt. Jetzt können wir zurück zu der Stelle und unseren Ayahuasca-Trank fertigstellen. Damit ihr nicht seht, wie es weitergeht, hoffe ich, dass euch dieses kleine Tutorial geholfen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und bis zum nächsten Video.